dann bin ich dein Gegner. Ich hoffe, dass ich dir das nächste Mal am Ufer begegne. Willst du ihn immer noch fest? Zu plaudern, wenn du sie ein bisschen aufschlitzen willst. Runter auf die Knie! Was mit der Wahrheit? Lass der rausprügeln! Wo ist der Grabwandler? Ist der Grabwandler? Hier bin ich! Euch nicht. Schneidet nochmal in mein Fleisch. Sie zwang mich zuzusehen, als sie meine Männer einen nach dem anderen töteten. Ich kenne dieses Gefühl. Wir müssen uns beeilen. Die Uruks erheben sich, wenn ihre Brüder fallen. So auch mein Stamm. Plane deine Rache erst, nachdem wir entkommen sind. Ich bin nicht auf Rache aus. Ich kämpfe, weil es falsch wäre, es nicht zu tun. Talion, ich vermag nicht mehr, mein Schwert zu ziehen. Dann zieh. Höre meinen Willen! Die Dunkelheit anbrechen. Der Feigling ist abgehauen. Ich bin bloß eine Bürde für dich, Talion. Du wurdest meinetwegen verletzt. Ich bin dir bloß eine Last. Du hast den Geist eines Kriegers. Noch nie traf ich eine Frau mit solch einer Kampfeskraft. Ich hatte keine Wahl. Im Angesicht der Dunkelheit ist es unsere Pflicht, für das Licht zu kämpfen. Du bist für die Selektion, sollst du mir dankbar sein. Diene meinem Willen. Shit!
wohl abgehauen. Ruhig, ich bin hier. Beeilen wir uns. Mein Bein mag gebrochen sein, aber nicht mein Geist. Der Turm Saurons fragte mich, wo du dich verbirgst. Doch ich habe dich nicht verraten. Dann hast du mein Vertrauen in dich bestärkt. So wie du nun das meinst. Der Ansturm kennt kein Ende. Mein Schwert kann nicht endlos zuschlagen. Mich überhaupt gerettet. Ich hatte einst eine Familie. Eine Frau. Und einen Sohn. Und ich begrub sie und jeden, der mir nahe war. Bleib bei uns. Meine Mutter kann dir helfen. Ich kann nicht. Ich gehöre hier nicht her. Mein Volk wird dich als Helden ansehen. Da drüben! Dass du allein laufen kann. Ist das deine Antwort? Milady, helft ihr! Ihr seid verletzt. Lasst mich helfen. Ihr müsst diesen Ort sofort verlassen. Ihr seid hier nicht sicher. Danke, Waldläufer. Tariel und ihr Volk werden Mordor nicht überleben. Entweder gehen sie oder sie sterben. Dafür wird die Schwarze Hand schon sorgen. Hier gibt's nichts als ein paar alte Felsen. Was meinst du, wo uns hier solche Angst einjagt? Die elende Sklavin einmal gefangen, wir fangen sie auch ein zweites Mal. Sie wird ausgeweidet, noch bevor ihr euch verseht. Folgt den Befehlen und erinnert euch wenigstens einmal an das Training. Der Turm ist zurück, also benehmt euch entsprechend. Der Hauptmann sagt, dank des Waldläufers haben sich mehr Uro gegenseitig getötet, als wir nicht in den Waldläufer richten. Menschenabschaum! Dann gehen wir die Geschichte einfach nochmal durch, hm? Ich hoffe, du erwartest keinen anderen Ausgang. Oh!
Du denkst, du kannst es mit uns allen aufnehmen? Lächerlich! Vor deinem Kopf! Verzieh ich mich! Der Tag hat wohl Angst bekommen. Ich habe es satt, eure Schreie zu hören. Was ist hier los? Zerschmettert sein Gesicht! Ich tötete dich bereits. Dann kamst du zurück und bedrohtest mich. Sieh dir an, wo du liegst. Immer noch voller Schlacht, nicht wahr? Ja! Du hast mit Sauron zusammengearbeitet. Du hast die Ringe der Macht an seiner Seite geschmiedet. Unsere Motive waren dieselben. Wir wollten ein Land heilen, das die Wunden des Krieges trug. Meine Schwäche bestand darin, verführt zu werden vom Bösen, das Gutes versprach. Er ist der Meister der Lügen. Da drüben hat sich etwas bewegt! Thank you.
Oh, dieser Schleicher hat sich verkrochen. Er hat seinen letzten Atemzug getan. Wunder! Das wird selbst mir langsam zu blöd. Bringen wir es zu Ende. Wusstest du, was die von dir erschaffenen Ringe der Macht mit den Menschen machen würden, die sie trugen? Ich erkannte nicht, wie leicht der Mensch von Macht zerfressen wird.